Nach einer umfangreichen Restaurierung der Gebäudehülle, einschließlich der wertvollen Glasmalereien und auch des dort gezeigten Gemäldezyklus, konnte am Freitag, dem 9. Oktober 2015, die Walpurgishalle auf dem Hexentanzplatz als ein markantes Denkmal in Sachsen-Anhalt in der Sichtachse zwischen Brocken und Wurmberg und Dokument der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wiedereröffnet werden. Auf Initiative des Vereins für Thale wurden bereits 2012 erste Förderanträge für die dringend sanierungs- und restaurierungsbedürftige Halle gestellt. Bis Ende 2014 war die Finanzierung soweit gesichert, dass die ersten Aufträge für den Beginn der Sanierung im Frühjahr 2015 vergeben werden konnten. Eine ganz mystische Atmosphäre umringte an diesem Vormittag das neue Antlitz der Walpurgishalle. Leichter Nebel, etwas diesig, aber das passte. Schließlich befinden wir uns hier im Sagenharz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute einen sehr wichtigen, einen sehr schönen Tag. Ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen sind, dieses Ereignis gemeinsam mit uns zu feiern. Und ich denke, so wie wir es sehr oft haben in Thale, bei besonderen Anlässen gibt es immer gutes Wetter. Und auch heute haben wir für diesen Anlass gutes Wetter, mystisches Wetter, was zu diesem Standort, was zu dieser Halle entsprechend passt, die vor über 100 Jahren hier in Thale errichtet worden ist, damals auch von Menschen mit einem Heimatgefühl, mit einem Gefühl auch für die Mystik dieses Ortes. Sie wollten es sichtbar machen für die Gäste, sie wollten Gemälde präsentieren, die wiederum die Geschichte und die Sagen auch des Harzes und des Hexentanzplatz präsentieren. Und es ist auch so gewesen, dass dieser Funke übergesprungen ist. Übergesprungen ist auf die Gäste, aber vor allen Dingen auch übergesprungen ist auf die Einheimischen bis in die heutige Zeit. Und ich bin außerordentlich dankbar, dass insbesondere der Harzclub Thale sich die Erhaltung dieser Walpurgishalle auf die Fahne geschrieben hat, sich engagiert hat im Ehrenamt und gesagt hat, jawohl, es ist unsere Aufgabe als Harzclub, wir nehmen uns dieser an, wir sind Thalenser, wir engagieren uns hier und ich denke, das, was daraus geworden ist, kann sich sehen lassen. Ein Schmuckstück, ich hoffe, für die nächsten 100 Jahre und ich möchte vor allen Dingen dem Harzclub Thale einerseits mit der Spitze von Andreas Fritz Nennhuber, aber auch den ganzen Sponsoren danken, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Ostdeutschen Sparkassenverband, der Harzsparkasse, der Wohnungsgesellschaft Thale, der Firma RST und auch anderen, die ebenfalls ihren Beitrag geleistet haben, um dieses Schmuckstück wieder zu präsentieren. Recht herzlichen Dank dafür. Am 20. Juli des Jahres 1901 stand hier der Staatsminister von Bötticher, Oberpräsident der damaligen preußischen Provinz Sachsen und wollte die Halle hier einweihen. Er wurde aber gewaltig gestört von einem starken Gewitter. Da war also Wotan unterwegs und sein Sohn, der Donnergott Dona und natürlich auch die Hexe Watelinde aus dem Bodetal. Die wilde Jagd tobte hier über dem Bodetal. 100 Jahre später, am 20. Juli des Jahres 2001, standen hier an gleicher Stelle Werner Schatz und ich. Wir sind zwar nicht so eine hochrangigen Persönlichkeiten gewesen wie jener von Bötticher, aber wir hatten mehr Glück, damals schien die Sonne. Und Herr Schatz hat die gründlich von ihm ausgearbeitete Chronik zur Walpurgishalle und zu Hendrich hier vorgetragen. Dabei mussten wir auch zur Kenntnis nehmen, dass die Halle manchmal auch etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Und auch Hendrich, der Maler, erfuhr nicht immer eine faire Behandlung seiner Zeit von der Stadt Thale, bis er endlich 1926 zum Ehrenbürger ernannt wurde. Und ich habe damals den Wotan und seinen ganzen Götterclan hier vorgestellt. So detailliert und ausführlich wollen wir das aber heute nicht machen. Wir wollen uns hier an der neu errichteten Halle, an der rekonstruierten Halle erfreuen, die mit hohem Aufwand, in bester Qualität und sehr nachhaltig rekonstruiert wurde.
erste Bemühungen zum Erhalt der Waldburgeshalle gab es 2011 durch den Verein für Thale. Dabei wurde das Umfeld der Halle gesäubert, die beschädigten Dachrinnen repariert, die Entwässerung neu verlegt und die Dachfenster mit Folie abgedeckt, um weitere Wasserschäden zu verhindern. Auf Initiative von Herrn Müller vom Verein für Thale und Dr. Watzek wurden dann 2012 erste Förderanträge gestellt, um eine dringend notwendige Sanierung der Halle voranzubringen. Denn an vielen Stellen waren die Schäden deutlich sichtbar. Ein erstes Gutachten wurde erstellt und eine erste notwendige Bausumme wurde ermittelt. Der Verein für Thale begann dann mit der Sammlung von Spenden für den notwendigen Eigenanteil. Ende 2013 wurde dann unser Zweigverein angesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, die Sanierung der Walpurgishalle als Bauherr zu übernehmen. Nach Beratung im erweiterten Vorstand wurde der Beschluss gefasst, wir machen es. Denn als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt, Fördermittel zu beantragen und Spenden entgegenzunehmen. Vertreten aber auch den Standpunkt, dass wir als Harzclub-Zweigverein die touristische Entwicklung unserer Heimat aktiv unterstützen wollen und müssen. Dazu gehört nicht nur ein attraktives Wanderwegenetz, sondern auch der Erhalt von Baudenkmälern wie die Walpurgishalle. Laut unserer Denkmalschutzbehörde von hoher architekturgeschichtlicher, regionalgeschichtlicher und literaturgeschichtlicher Bedeutung. Mit dem Erhalt der Zuwendungsbescheide der Fördermittel von Lotto Toto Sachsen-Anhalt, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, gemeinsam mit der Harzsparkasse, dem Land Sachsen-Anhalt, der Hermann-Reddersen-Stiftung und der Stiftung der Kreissparkasse Quedlinburg, der Zuschüsse der Stadt Thale sowie der Spenden der Wohnungsgesellschaft Thale, der Spende des Vereins für Thale als Eigenmittel und weiterer vieler privater Spenden konnten wir dann ab dem zweiten Quartal 2014 mit den ersten Arbeiten beginnen. Und ich denke, kaum jemand, der so im Harz wohnt, der die Schulwandertage hierher gemacht hat, der stand immer hier vor dieser Waldburgishalle. Und wir brauchen noch viel Aufklärungsarbeit, um zu verstehen, was die Waldburgishalle wirklich ist, welche Bedeutung sie hat. Insofern, Herr Watzek, hätten Sie ruhig Ihren Vortrag von vor einigen Jahren wiederholen können, was die germanische Mythologie anging. Ich habe alles wieder vergessen. Es ist doch sehr, sehr kompliziert, um das zu verstehen. Volle Hochachtung für Sie. Das zeigt aber auch, wie schwer es ist, sich manch einem Thema zu nähern. Sie versuchen es gerade auch durch den Pfad durch die Stadt Thal, indem Sie tatsächlich die Germanen runterholen in die Stadt. Aber ich sage mal, so für uns als Schüler war das immer etwas Besonderes, vor der Waldburgishalle zu stehen. Und der Bürgermeister sagte es und auch Sie brachten es zum Ausdruck, es wird ein großer Bogen gespannt zu einer spannenden geschichtlichen Epoche, nämlich der, wo man sich speziell dieser Frage der Mythen in besonderer Weise genähert hat, die man sowohl in der Literatur als auch in der Musik findet oder auch wie hier in diesem Bauwerk. Insofern ist es etwas Besonderes, gerade durch die Verbindung natürlich zu Walpurgis, zu Goethe und allem, was dazugehört, erfährt sie eine besondere Aufwertung. Habe nun Acht, Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Harz-Sparkasse engagierten sich vor allem bei der Restaurierung der 5 großflächigen Gemälde Hermann Hendrichs, dem Ideengeber für die Walpurgishalle. Er ist Ehrenbürger von Thale und mit seinen Gemälden zur Sagenwelt mehrfach im Riesengebirge vertreten. Die Gemälde in der Walpurgishalle nehmen Bezug auf Goethes Faust. Neben Johann Wolfgang von Goethe spielte vor allem Richard Wagner im Werk von Hermann Hendrich eine große Rolle.
Die mit Glasmalereien versehenen Dachfenster mit dem stilisierten Auge Wotans stehen ebenfalls für eine herausragende Qualität und wurden in den Glaswerkstätten Schneemilcher in Quedlinburg gefertigt, einem bis heute führenden Unternehmen seiner Art. Der Berliner Architekt Bernhard Sehring erbaute die Walpurgishalle 1901 in der Gestalt eines altgermanischen Blockhauses. Er galt als einer der prominentesten Theaterarchitekten seiner Zeit. Doch ohne die qualitativ hochwertige Planung und Arbeit der letzten Monate wäre die Zukunft der Walpurgishalle eher fraglich. So steht fest, dass sie mindestens weitere 100 Jahre besteht.